Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist. Ich arbeite daran. Hör endlich auf mit deinen Spielchen. Darf ich mich bei der Arbeit etwa... Ich verstehe. Ash out. Keine Sorge, von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen. Sektor 4 Charlie, Sprengsätze 21 bis 29 zünden. An alle IMC-Mitarbeiter, hier ist Ash. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Sicherheit wiederherzustellen, bin ich gezwungen, den gesamten Komplex zu zerstören. Einige von ihnen halten das vermutlich für übertrieben. Dennoch rate ich zur sofortigen Evakuierung. Und damit hallo und liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von Titanfall 2. So, wir sind da hier in diesem Untergrund irgendwas Lager der IMC. Wie tief wurde er gefangen genommen? Der müsste ja irgendwo hier rumspielen. Und wir sind hier jetzt auf dem Weg zu Ash, so heißt er, der komische Tanzjäger geklaut hat. Brawler-Gehege wird neu bestückt. Ja, cool aussieht hier, kann man nichts anderes sagen. Ich weiß nicht, was Sie getan haben, Pilot, aber mehrere Explosionen haben den Manipulatorarm geschwächt. Ich bin frei. Wo ist hin? Auch wahrscheinlich. Alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf Ihrem HUD. Meine Herren. 50.000 Schuss, ey. Ja. Das. Wo ist denn BT? Ich hab deinen Namen irgendwie gesehen. Was? Bitte! Okay, jetzt müssen wir da hin. Das ist aber jetzt knapp mit Resteleben. BT, was machst du da? Was da nicht? Diese Umgebung ist extrem gefährlich. Schlage vor, einzusteigen. Bin dabei. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Checken Sie Ihr HUD. Okay, die Frage ist echt blöd. Das ist ja voll große Video. Oder ich mache es einfach. Also, ich schütte euch.
War doch noch ein dritter. Flugsystem aktiv. Ist der noch nicht? Bitte, was geht? Oberflächenzugang autorisiert. Alles klar. Mein Gott, die ist aber auch riesengroß hier. Alter Vater. Pilot, wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten. Okay. Ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite.
Aber genug Munition? Nee. Alle Teams, die an der Analyse der Lade arbeiten, bitte in den Hörsaal zu General Marders Präsentation. Danke. War mal ganz chillig hier, wa? Bis hier jemand gewütet hat. Was war das? Was ist da gerade irgendwas? Egal. Was war das denn? In dieser Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ich rate zur Vorsicht, bis wir genauere Informationen haben. Alles klar. Wünsch mir Glück. Ich wünsche Ihnen Glück. Panzer? Nee, sei so aus. Schade. Nämlich schick den aus, Fortbestand ey. Der Menschheit auf dem Weg in ein... Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass diese Verluste letztlich durch den unaufhaltsamen Marsch der menschlichen Reproduktion ersetzbar sind. Tatsächlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen nämlich den Fortbestand der Menschheit auf dem Weg in eine strahlende Zukunft. Okay. Dabei dürfen wir jedoch nie vergessen, dass diese Verluste letztlich... Ja Leute, ihr müsst mir nicht direkt schon zeigen, wo es lang geht. Achtung, ID-Karten sind jederzeit sichtbar zu tragen. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten umgehend dem nächstgelegenen Aufwand. Aber der Typ liegt ja auch schon ein paar Tage. Was ist das hier? Die IMC betreibt im Grenzland mehrere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Von dieser hier weiß die Miliz aber vermutlich nichts. Wie viele dieser Einrichtungen gibt es? In den 8 Monaten vor Operation Broadsword hat die 9. Milizflotte mehr als 29 derartige okay. Anlagen erobert oder zerstört. Vielleicht greifen die mich gar nicht an, die Viecher. Unterrund, ja. Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Ah, dann kann ich alles schießen bauen. Ich orte in der gesamten Anlage Spuren einer massiven Energieentladung. Ihre Helmdaten registrieren dasselbe in der anderen Zeitlinie allerdings nicht. Mastiff, ey. Die Oberbumschrupp sind so schlecht hier, ne? Also bei Effekt ist die legendär. Ja, die gibt's auch immer nur im Care-Paket. Ja, nee, da steht doch einer. Boah, ist das ein Bug. Na gut, toll. Das ist ein Skin-Profil. Vielleicht lebt er noch. Alter. Bisschen mehr respektvoll. Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Du Glückspilz.
Ermittel Sarkasmus. Immerhin ist noch einer am Leben. Mission fortsetzt. Ich orte eine schwache Biosignatur auf der oberen Ebene des Empfangsbereichs. Empfehle Überprüfung. Gut, gut, gut. Boom. Ja, der ist aber... Anderson gefunden. Er ist in der Dicke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Hä? Er ist tot, BT. Korrekt. Körpertemperatur beträgt 17 Grad Celsius. Das liegt unter dem Grenzwert für menschliches Leben. Wie kommt der denn da rein? Ja, der Flatline. Ach, naja. Ist ein Helm? Ich wollte jetzt an der Wand laufen. So. Drei Piloten Helme gefunden. Oh, habe ich in den anderen Levels gar nicht gesucht. Wenn Sie mir den Helm aushändigen, kann ich ihn analysieren. Ja, mit dabei. Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Major Anderson, wir haben vor zwei Wochen einige Funksprüche der INC abgefangen. Sie haben auf Titan etwas gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Handgelenkgerät, das wir während Operation Grizzly geborgen haben, müsste sie schützen. Die INC hat Kuben Bliss und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Und Anderson, Sie wissen, wie gerne ich Todesberichte schreibe. Also ziehen Sie das nicht alleine durch. Die SRS ist ein Team. Die Daten, die Major Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Andersons Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. An Andersons Handgelenk war nichts. Dann vermutlich an der anderen Körperhälfte. Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät. Schön, vielleicht kannst du nächstes Mal ja mich werfen. Notiert.
schön. Nur durch irgendwelche Tode werde ich hier. Befördert. Das ist nicht cool. Alexander Darren, Logbuch 14.6. Der Eindringling verfügt über Hightech-Systeme und tötet unsere Eingreifteams. Tyler aus der Wildtierforschung sagt, dass zwei Teams draußen an den Aufzugbatterien in wenigen Sekunden getötet wurden. Von nur einem Mann. Also ein Pilot, Anderson. Boah, ist das nervig. Master Mutter! Da kommt irgendwann mit zu mir. Rest im Raum Zeitkontinuum und er geht durch den Boden. Warum auch immer. Typhon. Typhon. Wie schafft man das? Tut mir leid, Ennis. Mitarbeiter und Forschungsteams möchten sich aufgrund einer geringfügigen Sicherheitsverletzung bitte zunächst gelegen. Dumm. Da war er jetzt richtig doof. Pathfinder. Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Aber echt cool aus hier. Ja,
Pantoi. Wir sind jetzt alle tot. Was war? Knapp. Tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Sie haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber
Sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Was ist das? Komm. Wir müssen die Macht der Lade jetzt testen. Eine zweite Chance. Kriegen wir vielleicht nicht. Zulu 6, bereiten Sie die Lade für die Verlegung vor. Beschäftigt ihn, er darf nicht mehr kommen. Sieht nicht so aus, als hätten sie das Gehäuse perfektioniert. Hier ist nichts. Die Lade muss woanders sein. Anderson auf. Lade transferbereit und unterwegs zur Testkammer. Guck mal, da leben sie noch. Eins mehr. Okay, darunter muss ich zum Beispiel nicht. Äußere Ringe aktivieren. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Schade.
Meine Herren, ey. Dr. Jefferson Boyle. Pilot auf der Sicht! Call 1. Offenbar haben Sie den Test der Ladung. Fürs Erste. Ich habe alles versucht, aber sämtliche Ausgänge sind abgeriegelt. Jetzt kann ich nur noch beten. Das kommt davon, wenn man in einem unterirdischen Labor arbeitet. Bam, bam, pa. Habe ja nicht aufgepasst hier. Oder war ein Helm? Ach, Trottel. Weil jetzt ganz in Höhe geswitcht, da bin ich echt bescheuert irgendwo. Zu früh gedrückt. Boing. Aber was machst du denn da? Ich soll was? Hätten wir die Energiesignatur der Lade, könnte die Miliz ihre aktuelle Position in der Gegenwart ermitteln. Digga, Ninja ist. Zap, 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 zap. Der Mond dieses Planeten war ein Test. Ein gottverdammter Test. Das sagt. Ein Schritt weiter. Ich hab den Abschied. Letzte Aufnahme. Cooper, basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen. Neun. Halt. Neun. Halt.
möchte heute einige Worte über den Wert. Ich möchte heute einige Worte über den Wert des menschlichen Lebens verlieren. Das menschliche Leben hat keinen Wert. Und nun, da ich Ihre Aufmerksamkeit habe, um genauer zu sein, der Mensch ist bis zu einem gewissen Grad entbehrlich. Wir sind selbsterhaltend und selbstzerstörerisch, anpassungsfähig und fehlerhaft. Vor allem aber sind wir ressourcenintensiv. Wir sind unfassbare Ressourcenfresser. Aber entscheidend für unsere Forschungen hier ist eine unbestreitbare Tatsache. Es gibt zu viele Menschen. Überbevölkerung ist ein Problem aller kolonisierten Welten. Objektiv betrachtet ist es unverantwortlich zu behaupten, alle Menschen auf diesen Welten wären unentbehrlich. Täglich sterben Millionen von Menschen aus den verschiedensten Gründen. Das zeigt, der Mensch ist entbehrlich. Wir haben also zwei Probleme. Zum einen stehen wir einem feindseligen Grenzlandgesindel gegenüber, das unser wirtschaftliches Streben für das Allgemeinwohl ablehnt. Zum anderen besteht ein endloser Bedarf an natürlichen Ressourcen, die die größeren Bevölkerungsgruppen der Kernsysteme von uns erwarten. Wir brauchen Ordnung im Grenzland, um echte Fortschritte zu erzielen. Aber die Miliz weigert sich in ihrem provinziellen und kurzsichtigen Mangel an Weitblick, das zu akzeptieren. Und deshalb befinden wir uns im Krieg. Die bittere Wahrheit ist, Verstärkung aus den Kernsystemen trifft erst in einigen Jahren ein. Die Miliz wird von Tag zu Tag stärker und erobert Planet um Planet zurück. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen. Deshalb, noch einmal in aller Deutlichkeit, es gibt zu viele Menschen. Und so degutant es auch klingen mag, der Mensch ist tatsächlich entbehrlich. Und damit sind wir bei diesem Planeten, Typhon, auf dem wir ein Geschenk entdeckt haben. Eine Maschine, die mehr tun wird, als das Blatt zu wenden. Nennen Sie es Schicksal oder Evolution. Tatsache ist, wir haben eine Lösung gefunden. Eine Lösung in Form einer Waffe, die imstande ist, Raum und Zeit zu falten. Wir wissen nicht, wer sie gebaut hat, nur, dass sie ziemlich alt ist. Und was am wichtigsten ist, wir wissen genug, um sie zu aktivieren. Indem wir diese Faltwaffe benutzen, werden wir die Raumzeit nach Belieben manipulieren und ganze Planeten vernichten. Unsere Instandsetzungsbemühungen in den Bergen sind fast abgeschlossen, aber eine Aufgabe bleibt noch. Wir müssen zuerst einen kleinskaligen Test durchführen, um die Energiequelle oder die Lade, wie unsere Kollegen sie nennen, zu justieren. Anschließend werden wir die Energiequelle an ihre endgültige Position verlegen und einen Milizplaneten nach dem anderen zerstören, bis diese Aufrührer kapitulieren. Wir schicken konzentrierte Gravitationswellen durch eine Einstein-Rosen-Brücke, die im Zielgebiet jedes Molekül, jedes Atom und jeden Organismus zerstören und alles Leben vernichten. Dabei dürfen wir jedoch nie vergessen, dass diese Verluste letztlich durch den unaufhaltsamen Marsch der menschlichen Reproduktion ersetzbar sind. Tatsächlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen nämlich den Fortbestand der Menschheit auf dem Weg in eine strahlende Zukunft. Meine Herren, das war heute ein langer Text, ey.
sitzen. Stoßen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Kontakt wird angegriffen! Ja, so liebe Leute, ich muss sagen, ich beende mal das Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Was? Naja, egal. Seid gerne beim nächsten Mal dabei. Richtig cool, mich sehr freuen, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin und stoßen Sie an den Ring zu mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dahin.